Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ATT Market Talk heute aus Berlin. Die große Frage für viele ist ja, wie kann man an die Börse kommen? Wie wird man eigentlich Trader? Und heute haben wir ein Beispiel hier, Stefan Koblitz, der Head of Trading von ATT Trading. Stefan, schön, dass Sie da sind. Viele fragen sich sicherlich, ja, wie ist denn so ein Lebensweg, der dann an die Börse führt? Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und uns erzählen, ja, wie die ersten Schritte so waren. Genau, ja, erstmal, mein Name ist Stefan Koblitz, ich bin mittlerweile professioneller Händler bei uns in der hauseigenen Vermögensverwaltung bei ATT und bin dort auch Ausbilder, habe selbst dort in dem Unternehmen, wo ich mittlerweile ja Head of Trading bin, meine Ausbildung begonnen. Damals, vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte, ich komme aus einer Unternehmensfamilie, ich habe hier in Berlin studiert und bin vor mehr als 10 Jahren nach Berlin gezogen, um hier einfach das Studium zu beginnen und hatte das dann aber auch abgebrochen. Ich war immer eher mittelmäßig, kann man sagen, in der Schule, also während meines Abiturs. Ich habe mein Abitur dann irgendwie so geschafft und mir lag eigentlich eher immer dieses autodidaktische Lernen. Und so bin ich dann auch zum Thema Trading gekommen. Und ja, wie gesagt, ich habe mein Studium abgebrochen und habe mich dann Vollzeit dem Trading gewidmet. Meine ersten Anfänge waren so nach der Finanzkrise gefallene Werte zu kaufen. Das war aber damals noch nicht so richtig Trading. Damit habe ich ganz gut Geld verdient, aber es war noch nicht so richtig Trading. Und dann bin ich eigentlich in diesen klassischen Trading-Anfängerweg gekommen mit CFDs und so weiter, was dann auch erstmal nicht so gut funktioniert hat. Und ja, dann ging es weiter mit einer Durststrecke und dann kam ich zu ATT. Was hat dich so sehr daran fasziniert, um wirklich auch dran zu bleiben und um Trader werden zu wollen? Ja, Trading ist ein Businessmodell, was skalierbar ist. Das heißt, es gibt nach oben hin keine Grenzen. Man kann Trading von überall auf der Welt mittlerweile umsetzen. Man braucht dafür wenig Hilfsmittel, das heißt wenig Zubehör. Und man muss ja hier vor allem an seinem Können arbeiten. Und das ist das, was mich eigentlich bis heute fasziniert. Das heißt, man kann von überall theoretisch so viel Geld verdienen, wie man möchte, aber man muss es können, man braucht dafür nicht viele Hilfsmittel und das ist einfach das, was mich antreibt, dieses ja von überall finanziell unabhängig zu arbeiten, beziehungsweise finanziell unabhängig zu werden durch sein eigenes Können. Sie haben es ja schon angedeutet, am Anfang läuft nicht immer alles rund. Was waren denn so die Probleme, mit denen Sie zu kämpfen hatten? Genau, also nach der Finanzkrise, wie gesagt, hatte ich einige Aktienwerte gekauft, die sehr weit gefallen waren und habe die einfach mal gehalten. Das war damals noch nicht wirklich Trading. Ich habe damit auch Geld verdient damals und habe mich dann immer mehr und mehr für Trading interessiert, habe sehr viel Literatur gelesen, habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und bin dann in dieses typische Trading-Ding reingekommen und habe dann, mit CFDs begonnen zu handeln, also und habe dann auch sehr viel Geld, also am Anfang nicht so viel Geld, kam dann in eine Abwärtsspirale und habe dann Geld verloren, relativ viel Geld und wollte dann natürlich auch irgendwie versuchen, relativ schnell viel Geld zu verdienen und das Ganze hat nicht funktioniert. Und das Ganze kann man als relativ klassisch ansehen, also das ist so ein klassischer Anfängerweg, kann man sagen. Und ich habe dann auch kurzzeitig für eine ganze Weile aufgehört mit dem Trading, bis ich dann zu ATT gekommen bin. Und wie geht man diesen Schritt, professionell zu werden? Genau, man muss am Anfang auf jeden Fall eines verstehen, dass es nicht den heiligen Gral im Trading gibt, dass es nicht die Wunderstrategie gibt, mit der man dann ganz schnell ganz viel Geld verdienen kann und das vor allem ganz leicht am besten noch, mit wenig Zeitaufwand und am besten nach einer Woche. Sondern dass es ein sehr langer Prozess ist. Jeder kann an der Börse teilnehmen, jeder hat heutzutage Zugang zur Börse, braucht wenig Zubehör, aber man muss ein umfassendes Wissen und Können sich aneignen und nur dann kann es funktionieren. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man, dann ändert sich das komplette Mindset und dann ist man schon mal besser vorbereitet, um dann auch diesen professionellen Weg zu gehen. Das heißt, man hat Mentoren, man liest viele Bücher. Wie war das bei dir? Genau, man kann das Ganze autodidaktisch erlernen. Ich hatte ja schon gesagt,
ich bin eher der autodidaktische Typ, aber im Trading bin auch ich, sage ich mal, an meine Grenzen gestoßen. Und natürlich fängt jeder erstmal autodidaktisch an zu lernen, mit sehr viel Literatur in der Regel. Heutzutage YouTube, damals, als ich begonnen habe vor einigen Jahren, gab es noch nicht so viel YouTube, wie das jetzt der Fall ist. Man hat dementsprechend heute eigentlich auch noch mehr Möglichkeiten, das Ganze autodidaktisch zu erlernen. Aber natürlich kann man auch eine Ausbildung machen, weil Trading autodidaktisch zu erlernen mit der Masse an Wissen, die es mittlerweile gibt, ist auch nicht so ganz so einfach. Und ich bin da damals auch an eine Grenze gestoßen, wo ich dann mir ja helfen lassen habe. Ja? Und so hat das Ganze dann funktioniert. Ja, und Sie sind trotzdem immer dran geblieben. Ja, natürlich. Das war für mich ganz wichtig. Ich wusste, es gibt professionelle Trader, die damit Geld verdienen. Und dann war mir klar, okay, ich brauche dazu nicht extrem viel Zubehör. Ich brauche natürlich ein Tradingkonto und Kapital, was ich handeln kann, das ist klar. Aber wenn ich dranbleibe an der ganzen Sache, dann kann es funktionieren. Weil es gibt ja auch Händler, es gab ja auch damals schon professionelle Händler, wo man gesehen hat, dass es funktioniert. Und wenn das bei denen funktioniert hat, habe ich mir damals gesagt, okay, dann musst du einfach an der ganzen Sache dranbleiben. Sonst war sehr viel Zeit umsonst, sehr viele Jahre, die ich damals auch schon investiert hatte. Und deshalb bin ich auch bis heute dran geblieben. Und hat es dann funktioniert oder gab es dann auch nochmal wieder so verschiedene Stufen und Schwierigkeiten? Ja, grundsätzlich gab es ja dann einen Lebenseinschnitt bei mir. Ich hatte nach einer großen Verlustserie, wo ich mehrmals mein komplettes Trading-Kapital verloren hatte, mal ungefähr ein Jahr aufgehört, mich mit dem Trading überhaupt zu befassen und bin dann durch Zufall an Ali geraten, dem CEO von ATT Trading, der mich auch damals ausgebildet hat. Und das war eigentlich der Einschnitt in meiner Trading-Karriere. Er hat mir dann gezeigt, wie man Trading auf einem professionellen Niveau betreibt, wie es funktionieren kann und dass es halt nicht nach einem Jahr schon möglich ist, ja professionell das Ganze zu betreiben, sondern dass es viel länger dauert. Und ja, dann musste ich mein komplettes Mindset umstellen und das hat dann auch funktioniert bis heute. Mittlerweile Trader in einer Vermögensverwaltung und ja. Und was genau macht dann den Unterschied? Haben Sie da vielleicht Tipps für unsere Zuschauer? Ja, den Unterschied macht einfach, dass man auch im Trading zwar schnell Geld verdienen kann, aber das in der Regel, auch wenn man Anfänger ist, oftmals mit Glück verbunden hat, sondern es geht ja hier darum, wirklich nachhaltig über einen längeren Zeitraum Geld zu verdienen. Und das zu verstehen, das macht halt den Unterschied. Man muss Trading als Business betrachten. Wie das in allen anderen Branchen genauso der Fall ist, muss man Trading auch hier als Business betrachten. Es gibt drei grundlegende Punkte, die ich auf jeden Fall jedem angehenden Trader mit auf den Weg geben möchte. Das wäre erstmal der Punkt der Ausbildung. Auch wenn wir ein Ausbildungsunternehmen sind, möchte ich hierzu sagen, jeder kann sich von jedem ausbilden lassen. Man muss nur schauen, ob das Ganze dann auch wirklich funktioniert, ob derjenige auch wirklich traden kann. Wie schon gesagt, bin ich der Meinung, dass Trading nicht so einfach autodidaktisch zu erlernen ist. Das ist ein sehr schwerer Weg und eine Ausbildung kann hier sehr viel Zeit und auch Geld sparen. Der zweite Punkt ist, wenn man mit Trading beginnt, sollte man da so rangehen, dass man vor allem sein Trading-Kapital erstmal schützt. Das heißt nicht mit dem Hintergedanken, sofort reich zu werden oder sofort sehr viel Geld zu verdienen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das funktioniert sowieso nicht. Das muss einem von vornherein klar sein. Jeder muss es natürlich auch erstmal mitbekommen und selbst erfahren, dass das nicht funktionieren kann. Aber letztlich wird jeder darüber irgendwann stolpern und dann sollte spätestens dieses Mindset in die richtige Richtung gehen. Und der dritte und letzte Punkt ist ein sehr wichtiger, den sich jeder Trading-Anfänger ganz oben auf die Liste schreiben sollte, ist, dass man sein Leben nicht vergisst, dass man seine sozialen Kontakte nicht vergisst, dass man seine finanziellen Möglichkeiten im Blick behält, ja, dass man da nicht in eine komplette Lebenskrise stürzt. Und wenn man das alles im Griff hat, dann kann man sich mit dem Trading beschäftigen. Wenn man das nicht im Griff hat, dann ist man eigentlich hier auch im Trading relativ gefährlich unterwegs. Und was würden Sie unseren Zuschauern jetzt mit auf den Weg geben? Ja, grundsätzlich, Trading ist ein Traumberuf.
Ja, man kann von überall auf der Welt Geld verdienen, man kann unheimlich finanziell frei werden, wenn man es kann. Man kann sich auch hier ein zweites Standbein aufbauen. Das Wichtigste ist, dass man an der Sache dranbleibt, genauso wie in jedem anderen Business. Ja. Man muss dranbleiben, man wird oft im Trading hinfallen. Das ist so, egal ob man eine Ausbildung macht oder nicht. Ich bin auch erst oft hingefallen, bis ich dann die Ausbildung gemacht habe, bis es dann besser geworden ist. Ich bin immer noch dabei zu lernen. Auch professionelle Trader müssen weiterhin lernen. Und ja, aber wenn man dranbleibt, dann kann man ja wirklich einen Traumberuf ausüben und nach oben hin gibt es hier keine Grenzen. Sagt Stefan Koblitz, der Head of Trading von ATT Trading. Danke Ihnen für ja, diese Einblicke vom Hinfallen wieder aufgestanden. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Das war der ATT Market Talk, diesmal aus Berlin.